Ja, liebe Wohnmobilfreunde, hier wiederum eine Idee, wie man sich ein bisschen die Sache im Wohnmobil besser gestalten kann, leichter gestalten kann. Ihr kennt das Beispiel Jacken aufhängen, wenn man gerade von draußen reingekommen ist. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Jacken aufzuhängen, an der Tür ist so ein Aufhänger und so weiter und so fort. Aber dann kommt der Clou, der dumme Clou. Ich hänge meine Jacke auf und will meinen Sitz drehen. Und der Sitz lässt sich an der Jacke nicht vorbeidrehen. Tja, was habe ich mir da einfallen lassen, dass das nicht mehr vorkommt? Ich habe zusätzliche Haken gemacht. Und zwar, was heißt gemacht? Ich habe mir zusätzliche Haken gekauft. Und zwar ganz normale, wie ihr seht, hier S-Haken. Und da nehme ich jetzt einen S-Haken. Und fädel ihn hier an der Sonnenblende ein. Den zweiten S-Haken, den habe ich ein bisschen aufgebogen und gedreht. Ich möchte gleich den Sitz setzen hier. Und Moment. Ich zeige euch das. So. Habe ich aufgebogen, ihr seht's, und drehe ihn rein. So. So sieht's aus. Und kann mir die Jacke aufhängen. Ich zeige es euch mal, indem ich eine Jacke aufhänge. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, die Jacken hängen. Hoppala. Was wichtig ist, die Jacken hängen hinten, hinterm Sitz. Das heißt, es stört nie. Und das Ganze auf der linken, auf der rechten Seite. Beifahrerseite. Und genau das gleiche drüben auf der Fahrerseite. Ja, jetzt mal schnell Jacken aufhängen, Augenblick. Ich stelle euch mal weg, mal gucken, ob man das trotzdem sieht in der Aufnahme. So, Schlüssel schnell weghängen, so. So, Jacke hingehängt, Sitz gedreht, ihr seht, was ich sehe, es stört nicht, in keinster Weise. Ja, was will ich damit sagen? Wir haben natürlich viel ausprobiert. Hier vorne festgemacht mit einer Klammer oder wie auch immer. Hier, ja. Ja, man kann es auch da Haken dranhängen. Aber es stört immer im Sitz. Egal wie, es stört einfach immer. Und auf diese Art und Weise stört es nicht. Es gibt, wie gesagt, x Möglichkeiten, das aufzuhängen. Es gibt auch welche Dinger zu kaufen. Was soll ich vom Preis her sagen? Ich habe für die vier Haken 2,99 Euro bezahlt. Das war's. Was ich meine ist,
wenn ihr hier aufhängt, stört es immer, wenn ich den Sitz drehe oder wie auch immer, ja, was ich mache. Es stört immer. Da hinten in dem Bereich stört es nicht. Ja, ihr seht, ihr habt die Kamerahalterung noch und so weiter und so fort. Es stört überhaupt nicht. Ja, ich drehe mal wieder zu mir. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das wäre mal wieder ein Video für Selbstmacher. Do it yourself. Kleiderhaken, Problem im Wohnmobil gelöst. Kleiderhaken, preiswert und trotzdem funktionell. Angebracht. Es ist, wie es ist. Es ist so. Schaut euch das an, probiert selber, geht mal in euch, ob ich euch das richtige Thema angestoßen habe. Ich habe das mal in dem Video erst vor kurzem wieder gesehen. Da hängen die Jacken hier vorne runter. Wie auch immer. Ich habe mir das ausgewählt und finde, es ist funktionell, praktisch, preiswert. Und wenn man Haken kaputt gehen sollte, ist er ganz schnell ausgetauscht. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Hubert, und vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst von mir. Dann habt ihr regelmäßig meine neuen Videos bei euch angezeigt. Und tschüss!